noch geht. Noch 15 Sekunden, also ja, noch 15 Sekunden bis zum Start. Alle sind bereit, wir auch, und wir freuen uns auf diesen Wettkampf. Der Startschuss ist erfolgt und schon rasen sie das erste Mal berghoch, hoch zum höchsten Punkt. Linda Indegand hat soeben die Führung übernommen. Linda Indegand, gut erkennen bei dem roten Fokus Cross Country Team Trikot, setzt sich an die Spitze, währenddem Yasina Frey hinternach spurtet und aktuell auf der dritten Position, das ist die führende Gesamtklassement Alessandra Keller. Ja, insgesamt sind übrigens 6 Runden zu bewältigen für die Elite-Frauenkategorien. Sie sehen, es stäubt, der Boden ist trocken, es hat Wochen nicht richtig geregnet hier in Solothurn. Und schon wird die erste technische Passage in Angriff genommen. Der erste Wiesenaufstieg ist zu meistern. Und das ist natürlich eine erste Vorselektion, aber vom Streckenprofil ist es so, dass die Runde zuerst einen langen, langen Aufstieg hat, gibt es eine kurze Zwischenabfahrt und dann geht es weiter wieder berghoch zum höchsten Punkt und danach alles zurück wieder ins Startzielgelände.